Als Trump den FBI-Chef James Comey entlässt, brechen heftige Proteste aus. Demonstranten fordern die Amtsenthebung des Präsidenten. Ein Ruf, der nach den jüngsten Skandalen immer lauter wird. Für ein sogenanntes Impeachment müssten sich Trumps eigene Parteigenossen gegen ihn wenden. Einige Republikaner haben das nun getan. Der Abgeordnete Jason Chaffetz schrieb einen Brief an das FBI. Darin forderte er die Übergabe sämtlicher Aufzeichnungen und Dokumente, die etwas mit der Russland-Verbindung der Trump-Regierung zu tun haben könnten. Der Senator und ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain sagte: "Wir haben diesen Film schon mal gesehen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem das ganze Watergate-Ausmaße annimmt. Trump muss alles rauslassen. Es wird nicht vorbei sein, bis jeder Aspekt gründlich untersucht wurde." Und der Film, von dem McCain spricht, endete mit einem Impeachment gegen Richard Nixon wegen der Watergate-Affäre. Nixon ist einer von drei Präsidenten, gegen die bisher Amtsenthebungsverfahren liefen. Bei den anderen beiden, Andrew Johnson und Bill Clinton, scheiterte das Verfahren. Nixon trat noch vor einer Entscheidung zurück. Dass Trump nicht das gleiche Schicksal ereilt, braucht er den Rückhalt seiner Parteigenossen. Denn die Republikaner haben in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit, wo über das Impeachment abgestimmt wird. Laut US-Verfassung kann ein Präsident des Amtes enthoben werden, wenn er sich des Verrats, der Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen schuldig macht. Denkbar unkonkret. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Episode Donald Trump tatsächlich ein bekannter Film ist oder ob es ein Happy End gibt und für wen.